Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Andere News kommen auch. Jo Leute, wir haben wieder mal News, die jetzt nicht nur den Shop betreffen. Ja, gab mal wieder, also ich weiß ja, Epic Games ist so langsam aber sicher, müssten die echt, also ich schätze mal, dass die inzwischen total am Rad drehen, ja. Weil in einer Tour werden die verklagt wegen ihren Tänzen. Also jetzt hier wieder, da, Running Man Creators, haben sie auch wieder, also Epic Games ist jetzt hier von denen angeklagt worden. Also, während dem irgendwie jeder inzwischen gehofft hat, dass man so langsam und sicher ein Ende bei dem Chaos rauskommt, aber dann kam als nächstes jetzt die Firma, die irgendwie für den Running Man Dance zuständig ist, Jalen Brantley und Jared Nickens. Weil sie sich irgendwie, weil sie inspiriert wurden durch die Running Man Challenge. Keine Ahnung. Und inzwischen sind sogar noch zwei andere, die sagen, nö, wir sind eigentlich diejenigen, die die Challenge ursprünglich ins Leben gerufen haben. Zwei Hochschüler, Kevin Vincent und Jerry Hall. Naja, also hier kann man auch, da gibt's dann sogar noch dieses ganze Ding hier. Also tatsächlich das Dokument. Also unfassbar. Das ist so langsam aber sicher, ist es einfach nur noch abartig und total bescheuert. So, jo, dann ist der letzte Teaser jetzt noch vor dem Seasonwechsel da. Das ist das Ding da. Ja, also wenn wir uns das mal jetzt ein bisschen genauer anschauen, ich ziehe den mal so ein bisschen hier rüber. Das sieht doch aus, also erstmal sieht's aus klar wie ein Vulkan, ja. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, sieht es aus, wenn ihr da mal rechts an der Ecke guckt, ne, das sieht aus wie geschälte Banane. Hier. Das sieht doch aus, es sollte eigentlich ein Vulkan sein, aber das sieht doch aus wie ein geschältes Banane oder eine Tier. Hä? Seht ihr das? Komm, ich zieh's noch ein bisschen rüber. Da auf der rechten Seite, guck da. Da, über dem rechten Auge. Sieht ein bisschen aus, als wäre da Banane, als wäre es eine Banane, die geschält wird. Naja. Keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Vielleicht gibt's jetzt nicht nur einen Kürbiskopf, dann gibt's auch einen Bananenkopf. Keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich, müsst ihr nochmal hier jetzt gucken, da gibt's ja auch hier bei den News den Spruch dazu. Explore the world, challenge your fate, unearth the secrets, adventure awaits. Ja, das sagt mir allerdings diesmal gar nichts, damit kann ich echt wirklich so gut wie nichts anfangen. Naja, gehen wir in den heutigen Item-Shop rein, da haben wir hier als allererstes den Verge. Habe ich ja gestern schon bewertet, brauche ich jetzt nicht mehr zu machen, Clean Cut. An den Noten hat sich da auch nichts mehr geändert. Diverge, auch hier. Venturion, auch hier haben wir ja bereits die Noten gestern vergeben. Auch hier für diese... für die da, die Ventura, die sieht mal richtig kacke aus. Airfoil kacke. So. Jetzt ist allerdings ein Pack hier draußen, das ist ganz witzig. Fangen wir an hier mit dem Chomp Senior. Den finde ich persönlich, gut, die Rückenflosse, naja, also ich finde, der sieht ziemlich bescheuert aus, muss man sagen, der Haifischmann, der Chomp Senior. Und von mir kriegt er 5 von 10. Schauen wir mal, wie sind denn die Noten für den Chomp Senior bei euch? 2,96 von 5 bei 135 Votes. 80 Reminders.
Dann haben wir den Chomp Junior. Das Ding finde ich allerdings sieht ziemlich legendär aus. Also mega geil irgendwo. Nicht umsonst kostet diese Picke 1500. Ja, also das ist schon brachial. Kriegt von mir 10 von 10. Hier haben wir 4,24 von 5 bei 21 Votes, 47 Reminder. So hat sich das Teil übrigens dann auch. Dann haben wir den Laser Chomp, auch der kriegt von mir 10 von 10. Mega geiler Gleiter. Ich finde den so übelst geil. Ja, Laser Chomp, 10 von 10 kriegt er von mir. So, Laser Chomp, da haben wir hier aktuell 4,47 von 5 bei 51 Votes. 64, wie meinen das? Sind wir auch hier schon durch. So, beim Reef Ranger angelangt. Ich finde, der sieht genauso beschissen aus. Also kriegt auch von mir nur 5 von 10. Der Reef Ranger. Und der Reef Ranger hat auch hier 3,15 von 5 bei 34 Watts. Das Ding hier kriegt von mir definitiv 0 von 10. Also sowas Beschissenes wie hier die Half Shell. Also das tut ja schon echt weh. Also das Ding, das frage ich mich, warum er sowas überhaupt in den Shop reinpackt. 2,63 von 5 bei 8 Votes. Wie lange ist denn das schon draußen? Seit Dezember 2017. 7 Reminders seitdem. Das ist unglaublich. Laugh it up. Laugh it up kriegt von mir 9 von 10. Ich habe das Ding selbst schon so oft benutzt. Das ist so geil. 3,58 von 5 bei 19 Votes. Der Desperado. 5 von 10. 4 von 10. Für den Desperado sind wir bei 3,45 von 5 bei 11 Votes. Rescue Paddle. 4 von 10. 2,25 von 5 bei 8 Votes. Geht das auch noch schlechter? Ja, am Haken 6 von 10. Oje. 2,5 von 5 bei 4 Votes beim Haken. 6 Reminders. Ja, Leute, also ich würde mal sagen, das ist so ziemlich, also mit Abstand einer der schlechtesten Shops, die wir seit langem hatten. Also der ist wirklich mega schlecht. Also das Beste ist hier echt noch beim Chomp-Set. Alles andere ist abartig. Ja, dann würde ich mal sagen, euch eine gute Nacht. Season 8 kommt jetzt bald. Dann geht's hier richtig zur Sache. Ich bin gespannt, was da alles auf uns zukommen wird. Ich bin schon mal froh, dass die Flugzeuge raus sind. Das wird das Spiel schon mal um einiges wieder besser machen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eine coole Season mit euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.